Bakman Gelitsch hat ein Buch geschrieben, Wasser trinken wirkt Wunder, und der hat immerhin 3000 Menschen in der Todeszelle im Iran nur durch Wasser trinken geheilt. Und als er dann, der war zum Tode verurteilt beim Schah von Persien, als der Umsturz 1979 stattfand. Und dann hat er einfach Leuten mal Wasser gegeben zum Trinken, die Magenbeschwerden hatten. Lange Rede, kurzer Sinn, er wurde begnadigt, hat dann seine Studien nochmal 2 Monate weitergeführt in der Todeszelle oder in dem Krankenhaus oder im Gefängnis natürlich. Da waren 80 Leute auf 16 Quadratmeter, 8 Stunden liegen, 8 Stunden stehen und 8 Stunden praktisch sitzen. So waren die zusammengepfercht, und er hat die Kraft des Wassers entdeckt. Dann wurde er begnadigt, ist nach Amerika geflohen, und in Amerika hat er zum Chef der Ärztekammer ist er marschiert und hat gesagt, ich habe die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit gemacht, nämlich Wasser trinken. Und dann hat er gesagt, also er hat den Termin bekommen, darum schaue ich jetzt schnell auf das Buch, das habe ich da. Und der hat das Buch geschrieben, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Mhm. Und der Chef der Ärztekammer, was meinst du, was der zu ihm gesagt hat? Wie beim Kartenspiel, beim Watten. Da braucht man 15 Punkte, wenn du das Spiel gewinnst, 2 Punkte, sagt, okay, so what? Stell dir vor, das wäre wahr. Mhm. Stell dir vor. Und seine Bücher jetzt, das Buch ist zum Beispiel 7,5 Millionen Mal verkauft worden. Ja, das ist sehr bekannt, ja. Und ich habe halt das für mich zum Beispiel auch hergenommen. Was mir persönlich unglaublich viel geholfen hat, war von ihm dieses Buch über Rückenschmerzen. Das war immer mein Thema. Mhm. Und da hat er ein paar Übungen gezeigt, plus Wasser trinken mit hohem Widerstand. Da haben wir noch eine Folie drin. Aber auf alle Fälle ist das ein Schlüssel gewesen. Und so hast du heute jetzt wir waren bei dieser Folie, dass man sagt, Wasser trinken ist der Schlüssel für Stoffwechsel und dafür, Nährstofftransport, alles. Wir sind Wasserwesen. 70% im Körper ist Wasser, keiner hat es gesehen. Das Körperwasser ist H2O. Also in Bayern kann man sich leicht merken, wo der Bierbauch beginnt, bis dahin sind wir in Wasser. Da stehen wir im Wasser. Und darum sollte man sich um das wichtigste Lebensmittel einfach kümmern. Und da ist halt die Dunkelfeldmikroskopie ein wunderbares Verfahren, um zu sehen, wie Wassertrinken hilft. Ich empfehle es einfach unbedingt zu machen. Man kann es, wie gesagt, auch mit Leitungswasser und mit anderen, aber mit einem sauberen Wasser, das viel Energie hat und viel diesen Geldrolleneffekt auflösen kann, ist halt am besten.